herzlich willkommen bei einem neuen Führich-Talk. Zuerst möchte ich mich sehr gerne bei euch bedanken für das ganz, ganz schöne Feedback, was ich bekomme, für die ganz, ganz schönen Rückmeldungen. Und heute darf ich begrüßen Gerry Seidel. Hallo. Gerry, warum sage ich Gerald? Weil ich Gerald heiße. Das passt absolut. Es ist nicht weit weg. Renate wäre weiter weg. Also da hätte ich mich auch gewundert bei Renate. Ich glaube, da werden wir heute schwer tun. Bei Gerald geht es gerade noch. Aber es sagt nur die Tante Hilde Gerald zu mir und du jetzt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne, weil jetzt geht es ja quasi bei euch schon langsam wieder los und trotzdem hast du die Zeit genommen, hierher zu kommen. Ja. Sehr schön. Also wirklich sehr gerne und es geht auch langsam wieder los, beides richtig. Und ich freue mich, dass es langsam wieder losgeht. Und ich hoffe, dass jetzt schon langsam die Leute auch Wind davon bekommen, dass sie den Abend überleben werden. Also die Angst ist schon noch sehr groß teilweise, aber schön langsam kommen die Leute wieder und auch ohne Maske funktioniert es teilweise in den Bundesländern, Wien noch nicht. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass man dann so, wenn das Kabarettprogramm losgeht, dann zieht man so einen Stoppel und dann ist so ein Ah! Und ich lasse das Thema auch weg und dann ist einmal 2 Stunden was anderes. Mhm. Und jeder geht erfrischt nach Hause. Wien ist anders, ne? Wenn's jetzt in den genau, man wohnt in Österreich anders. Oder in Wien. Es war früher ein Bundesland. Und ist jetzt anders. Mhm. Aber es scheiden sich auch hier die Geister. Die einen sagen, er macht alles richtig und der andere sagt, es ist unglaublich, wer ist der Mensch, der das macht, was er gerade macht. Mhm. Ich glaube, es gibt kaum noch Grauzonen. Es gibt entweder schwarz oder weiß, links oder rechts, oben oder unten. Aber das, was beides sein könnte, das ist, da müssen wir wieder zusammenfinden. Wer inspiriert dich bei deinen, wenn du ein Stück schreibst? Du erwähnst sehr oft eine Frau. Ja. Wie weit spielt sich das wirklich so ab? Naja, also in so weit, als dass wir eine Beziehung führen wie jeder andere. Also ich sage jetzt nicht wie jeder andere, weil das will ich gar nicht haben. Aber wir sind sehr reflektiert und ja. Meine Frau ist eine Frau und ich versuche halt ein Mann zu sein. Und sie hat von Grund auf andere Ansichten. Das heißt aber nicht, dass alles, was ich meiner Bühnenfrau umhänge, meine Frau ist natürlich. Mhm. Also ganz im Gegenteil, ich blende das dann schon auch oft weg, was wir haben. Inspirieren tut mich mein Weg, den ich gehe, wo einfach Geschenke mir entgegenkommen, da auf der Kärntnerstraße, das sind ja... Also, ja, allerdings, ja. Ja, das sind ja Geschenke im Grunde genommen. Bei mir im Schanigarten sitzen, ja. So eine halbe Stunde ja. Und da genau. Hast du genügend Stoff. Nehme mich aber selbst nicht aus, dass ich genauso eine Figur bin, die in meinem Programm vorkommen könnte und teilweise bin ich ja von dem, was ich spiele, nicht weit weg. Mhm. Aber natürlich muss ich meiner Frau jetzt einen Namen geben, aber das ist eine andere Frau als die Frau, mit der ich verheiratet bin. Aber sie leidet vielleicht auch teilweise darunter, dass man sagt, und sie sind die Andrea? Wird aber jede Frau gefragt, die dann neben mir steht, wo jemand irgendwo, wenn ich am Land spielt, glaubt, dass das jetzt meine Frau wäre. Und sie sagen, nein, die hat weder noch. Also, aber Familie versuche ich soweit generell rauslassen aus dem. Aber ich bin schon ich. Also ich bin nicht weit weg von meiner Figur. Und dein bester Freund, von dem du immer Kurtl. Sprichst, der Kurtl, gibt es den wirklich? Naja, den gibt es auch so. Der Kurtl hat Wesenszüge von Menschen, die ich sehr gut kenne und kennen darf. Aber dann auch wieder etwas, das hänge ich ihm einfach um, was total gemein ist. Mhm. Aber nachdem es ihn ja so nicht gibt, wie es auch meine Frau so nicht gibt, kann er nicht sagen, das bin ich gar nicht. Mhm. Weil ich kann ja sagen, du warst doch gar nicht gemeint. Mhm. Aber schön, dass du dich erkennst. Hast du Lampenfieber? Ich habe eine Grundnervosität, die ich auch nicht verlieren möchte. Aber ich glaube, das ist eh normal, oder? Das weiß ich nicht. Irgendjemand hat mir mal zu mir gesagt, wenn du mal vor einem Auftritt nicht mehr nervös bist, ja, dann ist es Routine. Dann ist es schon gefährlich. Ja. Also was ich auf jeden Fall habe, ist eine Grunddankbarkeit, dass sich Menschen ins Auto setzen oder zu uns herkommen, sich Zeit nehmen, das Handy 2 Stunden abdrehen und mir die Möglichkeit schenken, ihnen Zeit zu gestalten. Und offensichtlich davon ausgehen, dass ich sorgsam damit umgehe. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was ich will. Also ich will weder jemanden denunzieren, noch beleidigen oder in einer Art und Weise belehren. Was ja für mich das Allerärgste, wenn der Zeigefinger auf der Bühne kommt. Aber ich möchte die Zeit von ihnen gestalten, das tue ich natürlich auch, ja, weil ich ja das Programm geschrieben habe. Und dann möchte ich sie wieder dort zurücklassen, wo ich sie abgeholt habe. Und ich hoffe, sie waren in der Zeit glücklich. Nun ist es ja so, dass man gerade
wenn man so in der Öffentlichkeit steht und so viele Menschen erreicht, dass man doch Dinge verbreiten kann, die sehr positiv sind. Ja, stimmt. Ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es, ich glaube, es hat bei dir schon vorher begonnen. Ich glaube, es hat schon vor Corona begonnen, dass du deine Stücke anders geschrieben hast, nämlich so, das klingt jetzt komisch, Weltverbesserung, aber das klingt jetzt komisch, ja, so ja, ist es schön, nicht, ja. sondern nachhaltiger oder wir dürfen nicht so weitermachen, wie es ist, sondern du machst auf Dinge aufmerksam, wo jeder eigentlich drüber hinweg sieht. Oder, ja. Oder sagen wir so, was für uns eigentlich ganz normal ist, weil auch speziell wir in Österreich, ich finde, wir leben in einem Paradies. Also ja, wenn, absolut. Wir jammern auf hohem Niveau. Ja. Für uns ist genau. Alles, wir können uns alles kaufen, wir haben alles. Genau, wir führen die Kinder mit dem SUV zur Fridays for Future Demo. Genau. Und wie, richtig, genau. Genau, und das Bild und, alleine genügt schon. Ne? Genau, und das hat mir irgendwie gefallen, dass du das in deinen Stücken so gut rüberbringst. Ja, nur das Problem ist, dass ich diesen Mantel nicht ablege, wenn ich die Garderobe nachher verlasse, Richtung Heimat, ja. Sondern dass ich mir das umgehängt habe als... Also jetzt nicht als Weltverbesserer, aber Sachen generell zu hinterfragen, sie nicht zu verstehen und mit einer Grundblauäugigkeit reinzugehen, bis auf die Sachen, die ich wirklich weiß. Das sind aber jetzt gar nicht so viel. Mhm. Weil dann kommt man drauf, also warum ist das so nicht? Ja. Und man ist so, man löst sich, also ich löse mich oft fast selbst aus, ich implodiere. Mhm. Und dann mein Gegenüber sagt immer, ja, ich reg dich nicht so auf, was einen dann zu einem sehr ungemütlichen Zeitgenossen auch macht. Und dann treffe ich Leute, also durfte auch schon Leute kennen, die man aus dem Fernsehen kennt und ein politisches Amt begleiten. Und nach dreiviertel Wein erklärt er dir dann, warum das nicht funktioniert und dass ich durchaus recht hätte. Aber das geht halt nicht, weil dann ist der nicht und dann kriegt der nicht und dann kriegt der und dann kommst du darauf, dass die in einem Netzwerk gefangen sind, also so positiv ihr Netz, also Networking ist, kann aber auch ein Netz sein, wo die Spinne ihr Opfer fängt und dann kommen die da nicht mehr raus. Mhm. Und das sei jedem verziehen, weil ich glaube nicht, dass er mit vollem Bewusstsein da reingesprungen ist, aber letztendlich hängt er dann da drinnen. Und wenn ich mir denke, ja, aber irgendwie, wir rennen doch gerade mit dem Kopf gegen die Wand, seht ihr das nicht? Da verspüre ich oft so einen Weltschmerz, den ich mit mir trage, der mit der Fröhlichkeit dann eh wieder sich kompensiert. Ja. Also ich bin jetzt kein depressiver Mensch. Aber ich denke mir, es wäre oft so einfach, eben weil wir im reichsten Land der Welt leben, dass wir doch in der Sekunde, also Gleichberechtigung, Mann, Frau verdient abmurren gleich viel. Mhm. Fertig, nächstes Thema. Ich weiß nicht, warum wir uns aufhalten. Gestern da mit einer Dame, mit einer jungen Dame, einer jungen Studentin darüber diskutiert, die jetzt auf der BOKU ist, über das Gender-I haben wir gesprochen. Ja. Also wie wichtig Gendern ist. Weil sie hat mein Programm gesehen und hat gemeint, also wenn sich jemand über das Gendern lustig macht, das taugt ja gar nicht. Und ich mache mich ja nicht lustig über das Gendern, aber ich beleuchte es, weil ich manchmal das Gefühl habe, jetzt gendern wir brav, aber der Inhalt bleibt leider auf der Strecke. Die Gehälter bleiben gleich. Ne? Genau. Also wir gendern jetzt, wie wir das richtig formulieren, dass die Frau weniger verdient. Und ich meine, lassen wir den Satz weg, verdienen wir sie gleich, lassen wir sie gleich viel verdienen. Es gibt ein Stück Beruf und ob den eine Petra ausübt oder ein Gerry, ist wurscht. Dass man das natürlich nicht so machen kann, wie ich mir das wieder in meiner Kasperlwelt vorstelle, wird man in der Sekunde der Wirtschaft erklären. Ja? Und dann werde ich sitzen und sagen, aha, okay, das habe ich nicht gewusst. Und werde es aber wahrscheinlich nicht verstehen, weil ich es nicht verstehe. Wie geht es bei dir weiter? Na das, also wie es bei mir persönlich weitergeht, ist, dass ich wieder Kabarett spiele. Ja. Und dass mir das Freude bereitet und dass ich das weitermachen will und dass ich ein neues Programm schreibe, das wahrscheinlich im, nicht ungelegte Eier darf man nicht besprechen, aber wahrscheinlich im April 23 werden wir starten. Mhm. Wenn jetzt wieder ein halbes Jahr Lockdown ist, dann verschiebe ich den Termin. Glaubst du, kommt wieder was im Herbst? Ich glaube gar nichts mehr. Ja. Mhm. Also was ich glaube, verstehe ich nicht, weil es sich mit meiner Logik nicht ausgeht. Das kann ich nicht sagen. Und fühlt sich jetzt schon alles, oder ist die, weil ich merke es bei mir, ich mache ja auch manchmal so Aerobenveranstaltungen und so. Und früher musste ich immer so 2 Monate vorher organisieren, das Jahr, dass ich dann Karten verkaufe und wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, die Leute planen nicht mehr. Na, das gar ist nicht. Alles kurzfristig. Genau. Oft 2 Tage vorher, zack, ja, wir machen das. Man kann auch irgendwie nicht mehr planen. Das ist uns irgendwie genommen oder wir haben das verlernt. Oder ja, vielleicht ist es auch positiv. Also um das Positive mitzunehmen, dass man sagt, man bleibt spontan. Mhm. Es ist halt
ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man auf den Spielplan schaut und dann denkt man sich, aha, jetzt spiele ich da, sind noch nicht so viele Karten weg. Und dann sagt der Veranstalter, in der letzten Woche sind 100 Karten gegangen, weil plötzlich der Landeshauptmann gesagt hat, Masken fallen. Ja. So. Und da hat halt Herr und Frau Österreicher gesagt, ich setze mich gerne ins Theater, aber nicht mit, ich schaue mal im Fernsehen. Mhm. Oder gehe nächstes Jahr oder was. Also da gibt's halt, da hat jeder halt seine Befindlichkeit, mhm, aber ganz positiv, ja, dass er sagt, na, das gebe ich mir nicht. Mhm. Aber man merkt es ja auch im Supermarkt, wenn man sich, wenn man also so wenig ich einkaufen gehe, man geht und dann kommt er wer entgegen und der macht so einen Bogen. Ja. Ich, als hätte ich solche Wimmerl, also die Beulenpest oder was. Also ich habe die Maske mittlerweile schon auf und mich wirklich, also Maske, Sonnenbrille, Kapperl. Aber man wird trotzdem erkannt. Also wenn ich irgendwo gehe. Wenn ich spreche, ja. Ja, wenn ich irgendwo gehe, ja, oder wenn ich irgendwo hinkomme, ah, Frau Führig, mit der Maske, Sonnenbrille, wie geht das? Ja, na, Burger, das war das. Einkaufsburger. Früher haben wir noch gelacht darüber, gell? Ja, ich weiß nicht. Wer weiß, was noch auf uns zukommt. Ja. Vielleicht gibt es eine Burger, die dann irgendwie so Keime bindet, dass man überhaupt dann darunter atmet und das gibt dann einen Sackerl, das entsorgt man und dann hängt man sich ein neues Atemsackerl ein. Mhm. Es müsste halt sonnendurchlässig sein, dass man auch genügend Vitamin D bekommt. Ja, sonst hätten wir, glaube ich, alle Probleme. Da gibt es sicher Leute, die das schon planen. Mhm, und Mückstein rufen. Und da wäre es jetzt der Herr Rauch ist jetzt. Also ja, genau, richtig. Müssen wir schon aufpassen, müssen wir bald ausstrahlen, weil sonst wissen wir schon, sind wir nicht mehr up to date. Ne? Ich wirf ja niemandem vor, dass er nicht mit bestem Wissen und Gewissen in ein Amt geht. Mhm. Wirklich. Obwohl der Satz, also er hinkt jetzt auch schon langsam, aber ich will ihn noch nicht aufgeben. Mhm. Aber ich glaube, dass sich die Mühlen, und da würde ich mich selbst nicht ausnehmen, sehr schnell zermahlen. Mhm. Also, dass das ein Geschäft ist, das du wirklich von der Pike auf lernen musst, sonst hast du dort keine Meter. Mhm. Also Freigeister, Philosophen, Phantasten, mhm, werden es nicht sein. Mhm. Bräuchten wir aber. Also ich glaube auch beim Bildungssystem, es gibt ja das, die Idee des Bildungscheck, ja, wo ich auch sagen kann, da... Ich schaffe einen gesunden Wettbewerb. Ja. Mhm. Es gibt ein Stück Ausbildungsgarantie, die bekommst du in die Wiege gelegt, ja, ja, gleich neben die Steuernummer, und, mit der geh durchs Leben. Mhm. Und löse sie ein bis zu deinem 70. Lebensjahr, weil du 17 Sachen studierst. Oder hör auf nach der Volksschule, weil du sagst, das ist mir völlig zu blöd. Ist aber nicht. Ich glaube aber, dass man auch vielleicht zu früh entscheiden muss, was man macht. Ja, eben. Oder was man machen möchte. Ne? Und ich glaube, dass auch das Umfeld sehr beeinflusst, in welche Richtung es geht. Ne? Weil vielleicht traut man sich etwas zu sagen, das würde ich gern machen. Und dann sagt aber die Mutter oder der ängstliche Vater, na, unsicher, unsicher. Und dann traut man sich schon nicht mehr. Ne? Absolut in Ordnung. Wie war das bei dir? Wolltest du schon quasi in jungen Jahren Schauspieler oder Kabarettist werden und waren ja deine Eltern, sind die hinter dir gestanden oder war das auch, wo du sagst, naja, eher brotloser Job? Ja, schon. Schon. Also, dass das Kabarettist heißt, weiß ich, ich habe den Josef Hader dann immer, das habe ich gesehen, da bin ich in die HTL gegangen. Ich wollte eigentlich die Grafische machen, ich habe immer sehr schön zeichnen können. Ah, ja. Mhm. Und war immer schon sehr, ein sehr kreativer Mensch und sehr haptisch bin ich angelegt. Und dann war aber dort irgendwie kein Platz mehr für mich, weil das wollten eben ganz viele. Und dann hat mein Vater eben gesagt, mach die Bauschule, weil ich bin auch so, er hat selbst diese Schule gemacht und sagt, du kannst auch zeichnen, wobei das natürlich was ganz was anderes ist. Ja. Und dann war ich da drinnen und dann habe ich eigentlich das Fleiß maturiert, weil eigentlich wollte ich raus in der dritten, weil da habe ich gesagt, jetzt reicht es mir, weil ich auch ich habe ein Zeugnis, das man nicht herzeigt. Und dann wollte ich aufs Reinhardt-Seminar gehen und das war es aber dann auch nicht. Und dann habe ich gesagt, ich mache das fertig. Und manchmal hadere ich, weil ich schon gerne auf die Schauspielschule gegangen wäre. Auf der anderen Seite hat es mich halt zu dem gemacht, der ich heute bin. Mhm. Und wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich, mich ein Brandauer mitgenommen hätte an die Burg oder wenn ein Brandauer mir gesagt hätte, dass ich nichts wert bin. Dann hätte ich vielleicht da unten mit einem Hut sitzen hart damals? Hat er so harte Aussagen gehabt? Der Brandauer, glaube ich, also ich kenne ihn jetzt nur von einem Freund, der dort Kompasserie gemacht hat. Ich glaube, der hat da nicht, hat kein Geheimnis daraus gemacht, ob er in dir ein Talent sieht oder nicht. Und da gibt es viele davon, glaube ich. Ich kenne den Brandauer persönlich nicht, war nur ein Beispiel. Also wenn du halt einen Mentor hast, wie Birgit Minichmeier, glaube ich, hatte das nicht. Also wirklich, wenn du was sagst, da gibt es jemanden, der an mich glaubt und der nimmt mich mit. Nicht? Ich glaube, dass eine Schauspielschule schon auch viele Talente kaputt machen kann. Ja, ganz sicher. Ja. Weil du doch in einer gewissen Feinstofflichkeit bist. Und es ist eine subjektive Wahrnehmung, ob jetzt wer sagt, du spielst gut oder nicht.
Also es gibt, glaube ich, schon Parameter, die sagen, der spielt gut oder nicht. Aber letztendlich sind wir ja alle am Weg. Würdest du es wieder machen? Würdest du den gleichen Weg wieder gehen? Nein. Wie würdest du, was würdest du anders machen? Was würde ich anders machen? Ich würde mir rechtzeitig einen suchen wie den Herwig, den ich spät kennengelernt habe. Wann hast du ihn kennengelernt? Nach der Schule. Mhm. Und hätte ich den Herwig schon in meiner Schulzeit kennengelernt, hätte ich keine 7 Jahre für die HTL gebraucht. Mhm. Und ich war da in Wirklichkeit, ich war ja kein dummer Schüler, ich war völlig unorganisiert. Mhm. Und dort hat es halt nur, das war System. Ja? Und wenn Mittwoch Mathe ist, dann ist Mittwoch Mathe. Und wenn du das nicht kapierst, am Donnerstag ist Test und ich habe es bis heute, ich kann bis heute nicht rechnen. Mhm. Also weil es mich nicht interessiert. Mhm. Ja, also, und da möchte ich meine Frau, weil ich immer meine Frau, die sieht Zahlen. Ja, also 263.000 durch 24 ist für die kein spanisches Dorf, sondern die hat einen Zugang, wie sie das Thema angeht. Mhm. Mir ist die Lösung schon so wurscht, dass ich das gleich weggib. Das heißt, das Finanzielle wird von deiner Frau. Sie behütet das. Nein, das möchte ich gar nicht sagen. Es hat mit Geld verdienen nichts zu tun. Mhm. Aber dass man sagt, es gibt ja Mathematiker, die vertiefen sich in einem Integral. Das war Integral von Steuerberater oder so. Dem taugt es, der macht Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wo ich mir denke, es ist großartig. Mhm. Es ist aber der Einstein, habe ich also ein schönes Einstein-Zitat gelesen, der hat gesagt, ärgert euch nicht, wenn ihr Mathematik nicht versteht, ich verstehe sie noch viel weniger. Ich glaube, ungefähr so ist das Zitat, aber der ist natürlich in einer anderen Ebene unterwegs gewesen, als ich jemals hinkommen werde. Aber ich glaube, da merkt man halt, dass es Sachen gibt, die dich interessieren. Mhm. Und sehr schön habe ich das dann kennengelernt beim Hütter, den ich wahnsinnig schätze, Gerald Hütter. Mhm. Ah, den würde ich auch gerne mal einladen. Ja, also der ist, glaube ich, ein Gewinn, der Mann. Ganz sicher. Ja, ja, also mich holt der wahnsinnig ab. Aber den habe ich damals auch noch nicht kennt. Also kennt im Sinne von ihm zuhören dürfen. Der hat einmal gesagt, wenn der Stoff unter die Haut geht, dann entstehen Synapsen. Mhm. Ja, das heißt, wenn du ein Jimi Hendrix-Fan bist und auf einmal legt er eine Gitarre auf die Schoß, dann wirst du wahrscheinlich innerhalb von 3 Wochen Gitarre spielen können. Mhm. Ja, wenn du dort sitzt und irgendwelche Etüden runterklemmst, weil es von 8 bis 9 ist Gitarrenstunde, dann wird das wahrscheinlich vollkommen sinnlos sein. Mhm. Und es ist schade ums Geld, um die Zeit, um die Kraft der Lehrerin und des Lehrers. Also wir müssten ja eigentlich einmal grundsätzlich einmal nur Zeit damit verbringen, zu schauen, wofür schlägt dein Herz. Aber wie kommt man da drauf? Weil es gibt, glaube ich, genügend Menschen, die wissen nicht, was sie gut können. Oder die können sich nicht entscheiden. Oder, naja, denen hat vielleicht auch rechtzeitig einmal wer gesagt, was er nicht kann. Also das ist ja die Frage, wie weit, also was haben die für einen Weg hinter sich, bis sie zu dir kommen und du ihnen die Frage stellst, was kannst du eigentlich gut? Mhm. Aber ich meine zum Beispiel Jugendliche mit 18, 19, 20 müssen eigentlich schon die Entscheidung treffen, was mache ich mein Leben. Ja? Also meine Nichte zum Beispiel, die hat schon gewusst mit ich weiß nicht, ja, dass sie gerne kocht. Ja, das oder Beispiel. Dass sie gerne backt, die hat uns Kuchen gebacken und die weiß genau, irgendwann einmal habe ich ein tolles Restaurant oder Bar oder wie auch immer. Ja, und ja, die hat es aber schon gewusst, wie sie ganz klein war. Ja, das sind Geschenke. Das sind Geschenke, wollte ich gerade sagen. Ja, das sind sicher Geschenke. Mhm. Die Mehrheit der Bevölkerung wahrscheinlich ist in einem, in so einer, ja, eh auch nett. Oder wie du sagst, dass man vielleicht einen Mentor hat, der das aus einem heraus ist auch ein Geschenk. Holt. Ja, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Im besten Fall die Eltern. Mhm. Aber nicht die Eltern als Mentor, sondern die Eltern einfach als Plattform, also so wie ich mir Schule vor. Ich stelle mir Schule ja ganz anders vor. Mhm. Ich stelle mir Schule vor als einen Raum, wo du reingehst und da darfst du alle Fragen stellen, die es gibt, die sich da oben irgendwie entwickeln. Und im besten Fall sitzt einer, der sagt, darüber kann ich dir was sagen. Mhm. Und wenn du es nicht weißt, dann sagt er mir nicht, das weißt nicht. Mhm. Das ist die Klasse noch einmal machen, gefreut sie, den lassen wir weg. Okay. Weil ich glaube, der bringt uns nichts, der Welt nichts, der Gesellschaft nichts, der bringt sich selber auch nichts. Die gibt es aber viele. Ja. Und auch da wieder muss ich sagen, ich glaube, es ist niemand aus Bosheit Lehrer geworden. Mhm. Die sind auch reingesprungen und haben gesagt, das taugt mir und ich möchte das anders machen und besser machen. Und dürfen sie aber nicht. Ne? Na genau. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, warum? Ja, warum darf er es nicht? Weil er sich selbst verwehrt, zum Stadtschulrat zu gehen und zwar 2 Mal in der Woche und sagen, es passt was nicht. Mhm. Weil er sich auch zurücklehnt und sagt, ja mein Gott, nein. Mhm. Da könnten alle kommen. Also, das heißt, wann setzt man den Widerstand aus und sagt, ja, so ist es halt.
haben die Generationen vor dir nicht geändert, wirst du auch nicht ändern. Und wann ist man dann in dem Radl drinnen, in dem ich zurzeit ein bisschen drinnen stecke, wo man denkt, ja, was? Ja, und das ist, aber das ist für dich selbst nicht gut, ist für deine für dein Umfeld nicht gut, weil du einfach nicht entspannt bist. Ja? Und darum bin ich auch, ich bin teilweise nur mehr im Wald unterwegs. Mhm. Weil was ich sehe und höre, verstehe ich nicht. Das kenne ich, ja. Ja, aber ich denke immer, bei der Schule sollte man halt bald anfangen, dass wir da was ändern. Mhm. Weil da habe ich auch mich schon durchgefragt, bei Positionen, ohne Namen zu nennen jetzt, die wirklich, glaube ich, auch was ändern könnten. Und die haben gesagt, zum Beispiel, Sprengel aufheben geht gar nicht. Mhm. Weil der Sprengel erlaubt natürlich dem amtierenden Bürgermeister, dass sowieso, wer dort gemeldet ist, muss dort entschuldigen. Wenn du aber jetzt sagst, ich hebe den Sprengel auf, das heißt, das Kind, das hier gemeldet ist und Steuern zahlt, kann auch wo ganz woanders in die Schule gehen, dann entsteht ein Wettbewerb und dann sagt man, warum geht keiner mehr in die Schule? Genau. Ah, die ist nicht gut. Genau. Das ist ein guter Ansatz, ja. Ja, vor allem kostet kein Geld. Ja. Also ich denke mir, es ist immer die Ausrede, ja, wer zahlt das? Denke ich mir, ja, aber es gibt ja tausend Sachen, die, glaube ich, gar kein Geld kosten. Würden wir jetzt aber hier mit jemandem sitzen, der sich besser auskennt als ich, und da kommen viele in Frage, der würde mir aber das wahrscheinlich in der Sekunde erklären, warum das nie geben wird. Aber es ist ja prinzipiell zu wenig Geld für die Schulen da. Also es gibt Schulen, da malen die Eltern die Klassenzimmer aus. Ja, ich also weiß, ich kenne solche. Da krankt es an allen Seiten. Ja. Ja, also so Schulen gibt es. Die Frage ist, warum nehmen sich dann nicht alle 60 Eltern bei der Hand und sagen so, und jetzt gehen wir genau dorthin, wo das Geld verteilt wird und sagen, wir wollen nicht mehr länger die Schule ausmalen. Mhm. Und auch den Weg habe ich hinter mir. Und dann bekommst du eigentlich gesagt, du hast dich aus dem System rausgenommen und das ist der Deal. Ich glaube, dass viele auch Angst haben, dass es sich dann auf ihre Kinder auswirkt. Ne? Ja, das sowieso, also das ist was, aber das haben wir jetzt eh in der Messbarkeit, wo man sagt, oh, ich gehe beim Elternsprechtag lieber nicht, sage ich lieber nichts, weil sonst hat er wieder einen Fünfer. Aber ich sage jetzt einmal generell vom System her, ne, müssten wir einfach sagen, warum darf nicht jeder hier, wenn er sich diese Schule aussucht, dann wird die genauso vom Staat finanziert. Mhm. Also wo ist da der, ich meine, ich weiß schon, warum sie das so machen, aber von dem müssen wir weg. Aber gerade in einem Land, wo wir leben, wo wir wirklich, wir haben in Österreich wirklich alles. Alles? Wir haben alles. Ja, ja. Wir müssen es einfach nur richtig strukturieren. Ja, und ich glaube ja, also grundsätzlich glaube ich aber, dass mehr gelingt als nicht gelingt. Mhm. Das muss man auch sagen. Also wenn wir so dann auf höchstem Niveau. Mhm. Aber letztendlich, wenn ich mit Lehrern spreche und wenn ich mit Pflegerinnen und Pflegern spreche, dann sind die jetzt also ganz selten, sagt er, es ist großartig. Es ist großartig. Also mir wirklich, das war schon vor Corona, haben mich einmal abgefangen, ein Pärchen, die waren beide Pflegerinnen und Pfleger. Und die haben im Gespräch haben die dann gesagt, wenn wir nicht so verliebt wären in diese Tätigkeit des Menschenpflegens, also wir hätten schon längst das Hangerl geschmissen. Mhm. Weil Geld gibt es kaum. Ja. Wenn du die Dienstzeiten rechnest, ist es völlig familienschädlich. Also jetzt von Nachtdienst, Tagdienst, wo man sagt, na, dann geht er eh haben. Aber das war auch schon vor Corona so. Ich sage, das war auch vor Corona das Gespräch. Ja. Ne? Mittlerweile haben die natürlich einen anderen Stellenwert bekommen, dass man dann I'm from Austria für sie spielt und sie beklatscht, was ihnen aber nichts nutzt am Bankkonto. Mhm. Also dass man auch sagt, irgendwie jetzt, die verdienen mehr oder wir heben den Berufsstand. Ja. Das Gefühl habe ich nicht gerade gehabt. Also auch hier wieder kennt man, glaube ich, ja. Ich glaube, du musst in die Politik gehen. Eben nicht. Das eben nicht. Wenn man mich dort in der Sekunde zerreiben würde. Und die haben die gleichen Ideen wie ich. Also ich glaube, die sitzen wirklich dann dort und sagen, ja, das wissen wir. Aber das geht halt nicht, weil. Also ich kenne auch jemanden persönlich, der war kurzfristig in der Politik. Und der ist aber dann, der hat dann relativ rasch wieder aufgehört, weil er gesagt hat, er kann das, was er möchte, nicht durchsetzen, weil es wird ihm vorgeschrieben, was er machen muss. Genau. Und somit ist ihm vergangen. Ja, aber das ist auch der Grund, warum ich mit einem eigenen Text auf die Bühne gehe und mit keinem anderen. Ja. Also ich habe halt meinen Text und meine Idee und meine Grundidee, wie ich glaube, dass die Welt funktioniert. Die Welt, die ich kenne. Mhm. Ja. Der Humboldt hat mal gesagt, die größte Angst habe ich vor der Weltanschauung derer, die sich die Welt nie angeschaut haben. Aber ich habe halt meinen kleinen Wirkungsbereich, den ich schon gesehen habe und wo wir da jetzt sprechen und merken, da kennt man was. Grundsätzlich ist ja schon auch der Gedanke, wenn ich jetzt höre, dass die Nichte dann das Lokal aufmacht oder so. Mhm.
Also es ist ein Plan, noch ja, ja, das ist in der Ausbildung, die wenigsten wissen so genau, was sie wollen. Aber viele sind ja zu dem Zeitpunkt schon in einer Schuldenfalle, ja. wo die dann sogar vielleicht die Idee hätten, weil du zuerst gesagt hast, wissen die Leute, was sie wollen. Mhm. Ich denke mal, da wissen viele, was sie wollen, glaube ich. Mhm. Aber dann kommen diese Riesen-Abers, ja. die da erstens einmal schon deine Eltern in die Wiege geschüttet haben und das Schulsystem. Und diese, wo man sagt, naja, aber, und dann kommst du aus dem Radl nicht mehr raus. Mhm. Und wenn du heute zum Beispiel dann mit deiner Partnerin, Frau, jetzt haben die dann geheiratet und das erste Kind ist da und das zweite ist am Weg und das Haus ist im Rohbau. Und der Auftraggeber hat unterschrieben für den Kredit, der läuft. Ich glaube, dann bist du nicht mehr so zwingend flexibel, dass du zum Chef gehst und sagst, wissen Sie was, machen Sie sich den Trigala. Mhm. Weil ich arbeite unter diesen Bedingungen nicht mehr. Ja. Weil dann ist nämlich die Unterschrift weg und dann ist der Kredit weg und dann ist das Haus weg und dann ist die. Also das ist ja nicht irgendwas, wie man sagt, man lackiert das Auto neu um. Mhm. Das ist ein Rattenschwanz an Dingen, die er dann auch noch mitändern muss, weil er da aufgestanden ist. Mir hat einmal jemand gesagt, man geht in die Schule und man sich dann denkt, okay, wenn ich die Schule hinter mir habe, dann bin ich im Berufsleben. Im mhm. Berufsleben ist man dann, arbeitet man dafür, dass man dann, okay, jetzt habe ich irgendwann ein Haus. Das Haus kriegst du dann meistens nicht ohne Schulden und wenn dann die Schulden weg sind, dann ist alles gut. Dann ist alles gut und dann ist gar nichts gut, weil dann ist das Leben an dir vorbeigegangen. Genau. Ja, ja macht nichts. Darf ich dir was zum Trinken anbieten? Ich bin spät dran, oh mein gerne. Gott. Ja. Ja, Ingwer Limette, Eistee, hausgemacht. Einen Eistee. Einen Eistee, bitte. sehr gerne. Total, ich lasse dich da verdursten. Ich meine, das nein, wir hätten ja Flüssigkeit, weil ich spreche so viel. Dankeschön. Ja, genau, im Gespräch vergessen, dass ich dir da was zum danke, Trinken anbiete. Ja. Hausgemacht, Bio, also sehr, sehr gut. Sehr gut, dankeschön. Also, was würdest du gerne noch lernen? Alles. Ich würde gern lernen, zurückgelehnt sitzen und in mir ruhen. Von dem bin ich aber so weit weg, dass ich bis dorthin noch ein bisschen was anderes machen werde. Im Grunde genommen, ich habe einmal, witzig, ich habe dann bei der Strabag gearbeitet und habe da so viele Berufe, also bis ein Haus entsteht, sind so viele Berufe, also wirklich vom Planer über Geometer, über, also steckt alles, alles. Nämlich auch viel Architektur, viel Design, also viel auch Feinstofflichkeit, warum macht der das? Dann haben wir auch einmal dabei in Polen da mal ein Kino geplant, also wie funktioniert Kino und wie funktioniert Kaufhaus. Das war sehr interessant und da durfte ich diese Leute ein bisschen kennenlernen und habe mir dann gedacht, jetzt sitze ich den ganzen Tag da und komme nicht raus aus dieser Baustelle und möchte aber gerne jeden von denen einen Tag begleiten und ihm über die Schulter schauen und was lernen von dem, was der kann. Ich brauche überhaupt kein Zeugnis dafür, aber ich möchte einfach nämlich auch die Problematik kennenlernen, die... Was rundherum passiert. Ja, was rundherum passiert. Ja. Also, dass du dann wahrscheinlich Schneider bist und ich kriege den Stoff nicht, ja, was mir völlig wurscht ist. Ja, also, der hat ein Problem, das habe ich gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was es überhaupt für Probleme gäbe. Ja, oder wie er das dann löst. Mhm. Und darum würde ich irgendwie gern teilweise alles, also außer Mathematik, würde ich gern alles lernen, weil es, glaube ich, ganz interessant ist, weil der die Welt aus einer ganz anderen Ebene sieht. Aber was möchtest du lernen, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch lernen? Wurscht, jetzt Klavier spielen oder das also musst du unbedingt. Muss ist zum Glück gar nichts. Naja, aber wo du sagst, das möchtest du noch gerne. Klingt also, besser als muss. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht, also Klavier spielen würde ganz Zeit oben stehen. Dazu. Also ich glaube, wenn man es will, dann hat man auch die Zeit. Das ist eine Ausrede. Also dass ich nicht Klavier spielen kann, ist einfach mit Faulheit. Vielleicht war da noch nicht der Richtige, der gesagt hat, ich lerne dir das, dass du in einer Woche ein Lied spielen kannst. Vor dem habe ich die größte Angst. Ich habe Trompete gelernt. Ja, und Trompete ist super, weil du hast in Wirklichkeit drei Ventile und den Rest machst du mit dem Mund. Und dann hast du eine Notenzeile. Und dann wird Klavier probiert. Ja. Klavier, ich habe es, ja. Genau. Ich das bin heißt auch aber, beim Lernen. Du hast für jede Hand eine eigene Zeile, aber es ist gut für Alzi. Also ja, eben, ja, genau. Für und, später mal. Ja, und dafür alleine wäre es schon der Sache dienlich. Aber da macht die Linke was anderes als die Rechte und ein Auge liest den Violinschlüssel und das andere den Bassschlüssel. Und das ist mir persönlich, also das ist ein Abschreckungsmanöver. Wobei ich kenne jemanden, der spielt Klavier, ohne Noten zu können. Das dann spielst du was vor und der spielt das nach. Ja, aber das ist eine Jahrhundertschöne. Das ist eine Gabe. Ja, das ist, ja? Also der Musikanten hat man früher gesagt zu ihm, der das kann. Ja,
Also das ist schon. Also da kenne ich schon ein paar. Mhm. Also der hört es und spielt es einfach nach. Ja, die trauen sich meistens auch nicht sagen, dass sie keine Noten lesen können. Ja, was aber komisch ist, weil es ja fast ein Mehrwert ist, ne? Eigentlich schon, ja. Auf der anderen Seite auch, also wenn du ein Buchbinder oder sowas hast, der einfach sämtliche Partituren auswendig kann. Mhm. Also das muss ja auch, der muss ja da Verschaltungen angezapft haben in seiner Zentrale, von denen ich nicht einmal eine Ahnung habe. Ne? Mhm. Meditierst du? Nein. Also nicht ernstzunehmend. Mhm. Wenn jetzt meditieren heißt, man sitzt und schaut. Für mich ist es in den Wald gehen. Mhm. Ohne Handy, das ist meine Art von Meditation. Mhm. Aber das meine ich ja damit. Also ruhig sitzen ist fast noch nicht möglich. Aber ich bin ja am Weg, ich bin ja ein junger Mensch. Mhm. Und ich habe mein Interview gehört von einem ganz alten Japaner, der einen Tagesplan gehabt hat, nämlich an, das mache ich noch, wo dann der Interviewer gesagt hat, aber mit Verlaub, sie sind glaube ich 98, wie soll sich das alles noch ausgehen in dem Leben? Und er hat gesagt, na, dann halt im nächsten. Ah ja, das ist auch ein guter Ansatz, ja. Also den Satz habe ich nicht vergessen und dann habe ich gedacht, okay, was sich dieses Leben nicht ausgeht, dann im nächsten. Das Pinkerl würde ich gerne leerer machen, weil das nimmt man sonst glaube ich auch ins nächste mit. Mhm. Und ja, und vielleicht einfach nur, was ich lernen möchte, ist, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, dass nichts umsonst in dein Leben kommt. Ja. Also nämlich auch nicht in die Opferrolle gehen und sagen, na geh. Meine Großmutter hat immer gesagt, wer weiß, wofür es gut war. Ja, ja, aber das ist der Volksmund und die eine weise Frau. Ja. Oder das liegt da im Magen. Also gerade auch da der Volksmund, es stimmt ja nicht. Mhm. Und dass man auch sagt, warum liegt mir das im Magen und wie bringe ich das aus dem Magen wieder raus? Und das braucht halt vielleicht Überwindung, dass man dann einen Anruf tätigt und sagt, du, ich will das gar nicht machen. Ja. Und dann sagt er, na gut, dass du das sagst, macht nichts. Ja. Mhm. Ich denke genauso. Aha, ja, ich will es nämlich auch nicht machen. Ja. Und dann kommst du drauf, ah, das wollen wir eh beide nicht machen. Na, dann machen wir was anderes. Großartig, ja. Und auf einmal ist ein komplett neuer Weg eingeschlagen. Also das würde ich gerne lernen oder verbessern. Ich kann schon ein bisschen, aber es ist noch weit weg von gut. Na gut, ein paar Jährchen hast du noch. Das weiß man nicht. Habt ihr irgendwie, hast du in deiner Privatzeit Handyfreizeit auch? Wo du sagst, ja, bewusst, jetzt ein paar Stunden lege ich das wenn ich in den Wald gehe meistens. Weil wenn dann oft so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch manchmal poppt so auf, so wie viele Stunden man so im Durchschnitt am Tag verbringt, am Bildschirm, also, ja, die Bildschirmzeit. Ne? Ja. Na, das habe aber ich jetzt wahrscheinlich eh noch am wenigsten, weil ich habe kein WhatsApp und ich habe kein Telegram und ich habe das alles nicht. Ah, ja, habe ich gemerkt, wie ich das schreiben wollte. Ja, das geht leider nicht. SMS, ja. Mir kann man SMS oder anrufen am besten. Das habe ich nicht, aber diesen Part deckt auch meine Frau ab. Also die füttert mich dann mit Informationen, die auch wichtig sein könnten für mich. Mhm. Aber ich habe das zum Glück nicht. Also bei mir poppt gar nichts auf. Sehr gut. Aber das ist ja schon einmal sehr... Ja, das ist Freiheit pur für mich. Das würde mich wahnsinnig machen. Bewundernswert. Weil ich auch kein Mail liegen lassen kann. Mhm. Also ich bin ein an sich sehr aufgeräumter Mensch. Ich kriege eine Rechnung, die wird überwiesen und dann kommt es weg. Mhm. Also für mich gibt es diesen Stapel nicht, den ich durchforsten muss. Schubladensyndrom, ne? Wo man alles in eine Schublade legt. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht, aber nicht jetzt, weil ich so super ordentlich bin, sondern weil mich das andere nervös machen will. Also für mich ist das, muss das zusammengeräumt sein. Auch wenn mein Schreibtisch, da liegt nichts. Mhm. Und die Tochter, Handy? Naja, ist schwer, ja. weil das natürlich auch ihre Sprache ist. Mhm. Ja, die kommunizieren ganz anders. Also die malt was und da steht das Handy und auf FaceTime ist ihre Freundin und die malt auch was und dort steht ihr Handy. Und das ist aber auch ganz normal für die. Aber es war bei meiner Tochter auch so, wenn die gelernt hat, die hat noch Musik im Hintergrund gehabt und dort und da. Also wenn ich damals lernen musste, bei mir muss es ganz ruhig sein. Ja, das hat man uns aber auch eingeredet. Ah, okay. Also ich höre nämlich denselben Satz, also ich brauche Musik, sonst kann ich nicht lernen. Denke ich mir, vielleicht würde ich Mathematik viel besser verstehen, wenn mit hinten Mozart der Falco gespielt hätte. Oder Falco. Das weiß ich nicht, aber sagen wir mal, das kann man jetzt nicht sagen, ja, du darfst das Handy nicht länger verwenden als ich. Mhm. Weil die kommuniziert ja ganz anders damit. Aber wir versuchen das einzuschränken natürlich. Und vor allem, es ist ja jetzt nicht nur die Frage, wie lange du kommunizierst, sondern was du in dieser Zeit kommunizierst. Und manchmal kommt die mit Sachen, wo ich sage, wo hast du denn das her? Mhm. Und das hat sie dann von einem Video gesehen oder spricht Englisch fließend. Mhm. Also alleine, mit 13 schon. Ja, komplett. Super. Weil schaut sich nur englische Videos an und dergleichen. Also hat diese Sprachbarriere auch gar nicht. Mhm. Ist bei meiner Tochter auch, die schaut sich auch alles in Englisch an. Alles Englisch, ja. Mhm. Sollte ich ein Beispiel nehmen. Ja, voll. Also wirklich, ja.
Also eben, und darum versuche ich ja nicht zu sagen, wie meine Welt funktioniert, weil die funktioniert ja teilweise gar nicht so ja. schnuggelig, sondern mir eher anzuschauen, wie, was machst denn du? Ja. Weil der taugt es voll. Und dann denke ich, und irgendjemand hat einmal auch gesagt, auch Kinder, also die Generation, was heißt, ich bin ja selbst noch fast die Generation. Aber die halt jetzt auf die Welt kommen, die können auch mit diesem Junkfood ganz anders, die verdauen das besser. Also mit dem Müll, der von außen kommt, da ist der Körper offensichtlich schon etwas geeichter. Und vielleicht können die auch mit der Strahlung anders umgehen, ich weiß es nicht. Aber schon du hast einmal diesen schönen Satz gesagt in einem Interview, dass jede negative Meldung, die man hört, brauchst du 10 positive, um das wieder zu neutralisieren. Habe ich gelesen, genau. So, jetzt werden wir aber mit den ganzen Medien und auch im Internet, wir werden jetzt voll gemüllt. Genau. Schwierig, oder? Ja, genau. Natürlich ist es schwierig. Und weil du ja in Wirklichkeit fragst, okay, und das Positive, wo hole ich mir das jetzt genau? Theater haben zu. Ja, also wo hole ich mir das? Du kannst ja nur rausgehen. Und da darf ich ja gar nicht mitreden, was Lockdown betrifft, weil wir wohnen im Wald. Ja. Also ich bin ja nicht gefangen gewesen in einer 45 Quadratmeter Wohnung mit 2 starken Rauchern und einem Alkoholiker. Ja. Das ist ja, aber mein Schlusssatz von meinem Stück ist auch immer, wir müssen es wieder schaffen, dass wir gegenseitig aufeinander aufpassen. Durch Corona haben manche gelernt, dass sie viele Dinge nicht mehr brauchen. Genau, ich glaube, also das ist ganz viel Positives. Bei mir war das dabei. Definitiv so, dass ich ganz einfach mir 3-mal überlege, macht mich das jetzt wirklich glücklich, wenn ich mir das kaufe? Genau. Und das, ich weiß nicht, ob es jetzt nur mir so geht oder ob es uns zwar geht es schon so, weil mir geht es auch. Aber immer mehr geht es, glaube ich, so. Ich glaube auch, dass es vielen so geht, ja. Und weil man sich auch abgewöhnt, automatisch essen zu gehen oder was, weil es ja was Besonderes geworden ist. Ne? Also, na bitte nicht. Ein schlechtes Beispiel fürs Restaurant. Bitte. Na, aber viele kochen jetzt zu Hause, ist ja so. Oder laden gegenseitig ein. Ne? Ja, das stimmt, ja. Aber den Kaufrausch in einem Geschäft, den habe ich noch nie, also die Zeit hat es noch nie gegeben in meinem Leben, wo ich mich wohlfühle beim Shoppen. Wobei natürlich auch jetzt, wenn man sagt, man geht jetzt selber einkaufen, ich koche ja auch zu Hause, obwohl ich ein Restaurant habe, aber natürlich koche ich auch privat für meine Familie, so für mich zu Hause. Ja. Und man merkt schon, wie teuer alles geworden ist und dass es oft günstiger ist, wenn du essen gehst. Ja, das stimmt schon. Weil du musst dich hinstellen, du musst es einmal einkaufen, dann musst du es kochen, dann schaut es aus, dann musst du es wegräumen. Ja? Genau. Also wenn du das alles zusammenrechnest, ist es sicher gescheiter zum Relaxen, du gehst essen. Ja. Für mich ist es sowieso gescheiter, weil mir brennt Wasser, ich kann gar nichts kochen. Okay. Ich kann Brot. Brot. Schneiden. Nein, Sorge ist nicht. Messer. Ich kann Nudeln mit Ei oder sowas. Aber Ketchup. nein, um Gottes Willen das nicht. Aber es gibt jetzt niemanden in meiner Familie, der sagt, Gary, koch, wir freuen uns so. Das ist so geschmackig. Aber deine Frau kann sicher gut kochen. Ja, die kocht super. Ja. Und du machst dann den Abwasch? Ich mache niedrige Hol- und Bringdienste. Ich bin ein herrlicher Schäler. Ja. Schäler und Kleinschneider. Mhm. Und das mache ich aber auch gern. Okay. Also ich freue mich dann sogar und sage, ja, dann sag mir halt, wenn ich was dazu beitragen kann. Und das mache ich dann. Mhm. Aber ich sage jetzt auch hier, jeder hat sein Talent und dann sollte das machen, was er gern macht. Weil das spürt man, wenn wer gegen seinen Willen kocht. Aber auch hier habe ich gesagt, vielleicht kommt der Tag noch, wo mich dann die Muse küsst und ich fahre am Naschmarkt mit einem Einkaufszettel. Also ich kann ja nur sagen, aus Erfahrung, also ich habe einen Partner an meiner Seite, mit dem koche ich gemeinsam. Ja, ist schön. Das ist großartig. Großartig. Den Satz kenne ich von meiner Frau. Und es ist großartig, wenn ich einmal nichts kochen muss. Ja, den erkenne ich auch, den Satz. Der zweite Satz, den ich jetzt kenne. Ich weiß es. Und es ist auch charmant. Und es ist nein, aber das macht Spaß. Ja, in der Küche gemeinsam stehen, das macht das verbindet sehr. Ja, man muss mir halt sagen, jetzt die Karotten. Ah ja. Und dann checke ich die Karotten. Aber es gibt auch schon ganz tolle Kochkurse oder Videos oder so. Ich will dich da jetzt nicht überreden. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß auch genau, was du meinst. Aber da würde ich vorher mit dem Klavier anfangen. Ah ja. Okay, Stellenwert. Und begleite dann das Gulasch. Sehr schön. Haben wir was vergessen? Nein, ich möchte alle lieb grüßen lassen, die mich kennen. Grüßen Sie. Sollen wir noch irgendwas fragen? Vielleicht, ob es einen guten Klavierlehrer gibt. Es gibt angeblich Videos,
Da kann man innerhalb von einer Woche Klavier spielen. Das ist so ein, das geht aber dann über komplett andere Regionen im Hirn. Mhm. Also nicht über das Klassische, ich lerne jetzt eine Etüde. Siehst du, und jetzt wo ich es gerade sage, merke ich immer, das wollte ich suchen. Aber der Rüdiger Dahlke ist ja auch schon hier gesessen. Ja. Und der hat so eine, was hast du da für eine Uhr oben, der Uhr oben gehabt? Und mit dieser Uhr kannst du diese Dinge lernen. Und zwar, du lässt die Uhr auch in der Nacht oben. Okay. Und da kannst du Sprachen lernen, da kannst du diese Dinge lernen. Nein. Ja. Und wie geht das? Das ist irgendwie programmiert. Ich kann das aber gerne rausfinden. Wirklich? Mhm. Das würde mich wirklich interessieren. Was für eine Firma das ist, ja. Da habe ich eine Uhr, die habe ich einen Monat am Handgelenk und dann... Und dann, naja, es ist so, zum Beispiel, wenn du jetzt lang, zum Beispiel... Lang, 12 Uhren. Aber zum Beispiel, wenn du musst schon ein bisschen ein Grundwissen haben. Also zum Beispiel, wenn du Italienisch oder dein Englisch verbessern möchtest. Okay. Dann, also Basiswissen muss da sein, es baut auf. Ja, und das gibt dann Vollgas, angeblich. Laut Rüdiger Dahlke. Er schwört drauf. Gibt es etwas, was der Herr Dahlke nur durch diese Uhr kann? Müsste ich ihn fragen, er kommt eh wieder mal zu mir. Weil das wäre ja interessant. Mhm. Also das sind wir wieder, also auch schon viel gelesen und gehört vom Produkt. Ja, aber ich glaube, bei ihm sind es die Sprachen. Ich glaube, es ist die Sprache bei ihm. Aber wirklich, wo jemand dann sagt, du, ich habe das ausprobiert und ich kann dir sagen, es funktioniert. Sowas mag ich. Mhm. Ah, da gibt es einige Dinge. Weil das sollte man kaufen. Mhm. Aber macht man das dann, weil man eigentlich im Grunde seines Herzens ein fauler Hund ist? Und das schafft Erleichterung, weil man könnte sich auch einen Chip einpflanzen lassen, vielleicht in Bälde, und du sprichst in der Sekunde Spanisch. Na gut, aber Chip ist nicht so sympathisch für mich. Ja, okay, viele wollen das. In Schweden ist es gang und gäbe mittlerweile. Der Robert Betz, auch ein ganz lieber Interview, der hat es überhaupt einfach gesagt. Der hat gesagt, wenn du das Buch nicht lesen willst, leg das um deinen Kopfpolster. Hast du es auch gelesen? Dann geht, hast du es auch gelesen. Das habe ich mit Mathematikbüchern immer gemacht. Er sagt das, ja. Das funktioniert angeblich. Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber also gerade was Mathematik angeht, bin der Beweis dafür, dass das also bei mir nicht funktioniert hat. Mhm. Vielleicht bei anderen, ja. Ja, aber vielleicht sträubst du dich gegen Mathematik. Das kann eh sein. Ja, ich glaube, es wurde mir falsch verkauft. Das ist ja jetzt noch ein Beispiel dafür für Sachen, die man halt, es gibt tausend Sachen, die dich nicht abholen. Ja. Ja. Aber dann gibt es halt dieses Schulsystem und gewisse Dinge darfst du nicht schwänzen, weil sonst darf dich der auch nicht durchlassen. Der Lehrer ist ja genauso warm. Nicht? Der hat dich vielleicht total lieb. Mhm. Das ist ein total lieber Kerl, aber ich brauche irgendeine positive Note in Mathematik. Mhm. Oder vielleicht eine nette Mathematiklehrerin. Dass mir die Nachhilfe gäbe. Mhm. Na, ich zum Beispiel. Mittlerweile brauche ich es ja nicht mehr beweisen. Aber das Schöne ist, es hat ja, weiß nicht, wer das war, was der Dahlke oder was der Hütte, das weiß ich jetzt nicht. Der hat gesagt, Kinder, die heute auf die Welt kommen, werden 100 wahrscheinlich. Mhm. Warum müssen die mit 19 mit der Ausbildung fertig sein? Ja, stimmt, ja. Also warum haben wir nicht generell ein System, wo man auch, wie du zuerst gesagt hast, man weiß es ja am Anfang nicht. Dann denke ich mir, dann mach halt einmal was. Und dann siehst du ja eh. Und wenn du aber dann sagst, ist gar nicht, dann gehe ich wieder auf die Uni. Nur das Problem ist dann natürlich den Rohbau. Aber jetzt stell dir vor, wir hätten damals in unserer Kindheit schon die Möglichkeit gehabt, die unsere Kinder heute haben. Dass wenn ich etwas wissen will, einfach googeln und ich weiß es. Oder ich schaue mir ein Video an, ich meine schon bei meinem Autoschlüssel, wenn du nicht weißt, wie du die Batterie tauschst, du YouTube, geh mal Video rein und du weißt, wie du das machst. Also jetzt stell dir vor, wir hätten das damals gehabt, wo wir jetzt wären. Wir haben Lianen zu einem Netz knüpfen können. Mhm. Das war damals wichtig. Aber es war auch cool damals, wenn wir uns getroffen haben und irgendeiner ist spät gekommen, der war halt einfach nicht dabei. Der war nicht dabei. Und schade. Aber beim nächsten Mal sind niemand spät gekommen. Genau. Ja, und heute ruft man sich 16 Mal an, du, ich bin eh schon und ich komme eh schon. Und ich denke mir, na komm halt einfach. Oder man beendet Beziehungen am Handy. Aber soll es auch geben, ja. Mhm. Aber die Frage ist ja eben, aber das müssen andere beantworten, wir sind ja, ob dieses Zweidimensionale, ob die jetzt viel wissen, ja, weil sie ganz schnell googeln können, oder ob sie viel verstanden haben, ja, und dadurch Zusammenhänge erkennen und in der Not dann sagen, ich kann jetzt das und das und das machen. Das war, weil wenn ein Kind halt in der Sandkiste sitzt und Sand isst, dann ist das ja durchaus in Ordnung. Merkst, dass es komisch anfühlt, genau. Ne? Ja, aber es ist jetzt selber gerade Sand. Mhm. So, das heißt, und, ne? Und wenn wir aber nur mehr in diesem Zweidimensionalen, dieser Wissenspolemie drinnen sind,
Weil du kannst ja heute auch kaum noch mit jemandem plaudern, dann sagt er, du, mir waren da was, wo war denn das Wort, da habe ich Fotos, wart, das habe ich Ding. Und dann liest man sich nur mehr vor, was man gerade weiß über das Ding. Ja. Ist eh auch schön, auch sehr interessant. Eh auch. Aber mehr hätte mich interessiert, wie es ihm gegangen ist, wie er dort ausgestiegen ist. Weil das ist dann eben eine Wahrnehmung, die nur er hat. Das ist eine Geschichte, die gibt es nicht zum Nachlesen. Ja, ich muss aber auch sagen, jetzt aus meinem Persönlichen, dass ich die meisten Dinge gelernt habe, die ich selber quasi, die mir selber passiert sind. Genau. Wenn mir das jetzt jemand anderer gesagt hätte, du pass auf, das und das sollst du nicht machen, weil das und das. Eben, Herdplatte. Ja, genau. Du musst drauf greifen. Genau, aber dann sitzt es, wenn du es dann selber erlebt hast. Ja, aber das heißt doch, du musst Fussi in die Hand und gehen und aber auch scheitern dürfen. Ja. Also ich glaube, wir haben keine Kultur des Scheiterns mehr. Es muss alles gelingen, es muss alles abwaschbar sein, es muss alles sauber sein, es muss alles schön sein. Und es ist ganz selten, dass einer sagt, du, ich habe das gemacht, das war ein Schwachsinn, das mache ich nicht mehr. Dann kommen die ersten, das haben wir aber vorher gesagt, dass du das nicht machen brauchst. Dann denke ich, aber dann frage ich gleich beim nächsten Mal nur mehr euch, was geht und was nicht. Was und nicht dann, geht, ja. Stimmt, und dann ja. bist du schon wieder eben, wir sind alle schön. Mhm. Also weiß ich nicht, was richtig ist, aber dass das jetzt... das Werkzeug der Neuzeit ist, das ist ja auch klar, dass man das Handy nicht mehr wegbringen. Die Frage ist, wie du selbst damit haushalten kannst, dass es noch gesund bleibt. Darf man bei dir, wenn du die Vorführung hast, Handy abdrehen? Naja, das ist immer generell nicht blöd, weil es total unangenehm ist für jeden, wenn es läutet. Mhm. Also nämlich auch für den, dessen Handy läutet, weil der andere sich gestört fühlt. Ich bin ab dem Zeitpunkt, wo ich Vater werden durfte, und wir zum ersten Mal dann das Haus verlassen haben, Richtung Theater, weil meine Eltern aufgepasst haben auf die Kleine, bin ich so mit dem Handy gesessen und habe nur gewartet, dass mein Vater schreibt, ist eingeschlafen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das selbst erlebt habe, bin ich, also wenn ich es wo aufblinken sehe irgendwo, dann denke ich mir noch gar nichts. Dann denke ich mir, ah, siehst du, ich habe gerade eine Botschaft bekommen von alles ist gut. Ist bei mir auch so. Ich denke mir auch, ich habe das Handy nur aufgedreht wegen meiner Tochter. Genau. Wenn irgendetwas passiert, dass ich würde mir das nie verzeihen, wenn was passiert und ich war nicht erreichbar. Stimmt. Aber und mache ich ja genauso. So, ja, aber man macht sich dadurch irgendwie einen Stress. Richtig, weil die Gegenfrage ist jetzt, warum, und das ist vielleicht dann die alte Zeit, warum sind wir nicht im Vertrauen, dass nichts passiert? Ja, das ist der richtige Ansatz, aber das, das muss man mal lernen. Ja, aber das müssen wir uns wieder aberziehen, weil du nimmst ja schon das Handy mit, dass wenn was passiert, und da hast du eigentlich schon das Unglück im Feld. Ja, aber dieses, und wenn du es aber nicht mit hattest, dann konntest du nicht abheben und dann kannst du dir von rundum anhören, was du für eine schlechte Mutter bist, dass du dein, weil das Werkzeug wäre ja da gewesen. Mhm. Und, aber sagt der Roland Thüringer, hat auch zu mir gesagt, also, lass das Handy Handy sein, lass deine Tochter Tochter sein, es wird alles in Ordnung sein. Da geht es ums Loslassen. Ja, aber ich schaffe es ja selber nicht. Ja. Ja, also das ist, da hat er sicher recht, der Roland. Ja. Und er hat auch einen tollen Satz gesagt, den hast du mir gesagt, dieses, ich schwimme nicht gegen den Strom. Ja, das hat mir der Roland, ich schwimme ja, das nicht schönes mit Bild. Dem Strom, ich sitze am Ufer und ich schaue einfach zu. Ja. Er hat gesagt, er nimmt sich aus dem Strom. Schön, ja, schön. Und wer war das jetzt? Der hat gesagt, stell dich hinter den Wasserfall. Der Friedensforscher, der Ganser. Ah, richtig, ja. Danke. Der hat auch ein schönes Bild, wo er gesagt hat, du stehst im Wasserfall und es prasselt alles auf dich ein. Alles, was man wissen muss und nicht wissen. Und dann stell dich hinter den Wasserfall und lass es vorne vorbeiziehen und lass die andere Meinung gelten, aber nimm es nicht persönlich. Dann sagt er, okay, der sieht so und weil er so sieht, macht er das. Mhm. Aber dann ist es nicht mehr, dann bist du nicht mehr du, sondern es ist nur deine Meinung. Also ja, da kann man sich generell schwer zu urteilen. Das ist das ist wirklich, wenn man sagt, man nimmt sich jetzt einen Tag und man sagt, ich urteile heute nicht. Nichts und niemand. Also kann es ja sicher sein, dass da sowieso Sachen passieren, die das machen wir morgen. Ja, genau. Ja, aber das ist total schwer, aber ich glaube, es ist ein großes Geheimnis. Also nicht bewerten und den anderen so lassen, wie er ist und so nehmen, wie er ist, das ist. Aber das wäre eigentlich das ist Ziel. Das ist der Schlüssel, ja. Und ich glaube, dann bist du, aber das ist dann ein Unterschied und das ist eine feine, also das ist eine Gratwanderung, glaube ich, das ist nicht zu verwechseln mit einer Grundlethargie. Im Sinne von, naja, was willst du machen? Ja, genau, das ist nämlich ganz was anderes. Sondern einfach sagen, ich erkenne es, ich sehe es, ist nicht meine Baustelle, er wird drauf kommen. Ja. Und das wäre ja auch Schule, dass man sagt, ich belehre dich jetzt nicht, sondern es werden Fragen auftauchen und wenn eine Frage kommt, ich bin da. Ja. Das macht mich zum Lehrer und nicht zum Angstgegner. Wo kann man dich das nächste Mal live sehen?
Ich spiele am Freitag ist es, Freitag, 1. April im Globe. Ja. Und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, die darauffolgenden Tage im Stadtsaal in Wien. Spielt es im Sommer eigentlich auch jetzt? Ja, weil im Sommer hat sich jetzt... Es hat sich umgedreht. Alles, ja, es hat sich ein bisschen umgedreht. Also es sind Theater entstanden im Freien, weil da auch eben keine Maske und das ist super gewesen im Sommer. Mhm. Also das hat wirklich auch eine eigene Romantik und eine eigene Dynamik bekommen. Also ich spiele gerne im Sommer. Dabei. Wo? Ja. Wo? Ich spiele im Theater im Park. Ja. Und das ist eine Sommerbühne und am Land draußen bin ich immer wieder im Freien zu sehen und in der Praterbühne. Ah. Die ist auch neu. Also jetzt gibt es auch schon das dritte Jahr. Victor Gernert ist die. Und das funktioniert auch super. Mhm. Also da kommen die Leute auch gern und die kommen irgendwie anders. Das ist so sommerlich. Also ja, das ist eine ganz andere Dynamik. Schön. Und funktioniert. Schön. Ja. Na, da freue ich mich. Ja. Werde ich sicher auch mal dabei sein. Ja, bitte kommen. Ganz bitte sicher. Sagen. Ganz sicher. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke für die liebe Einladung. Es war ein schönes Gespräch. Danke. Wieder viel gelernt auch. Ebenso. Danke dir. Vielleicht sehen wir uns wieder mal. Bitte, ja. Dankeschön. Danke. Schön, dass du heute wieder dabei warst und ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Feedback, was ich von euch bekomme, für die wunderschönen E-Mails und Kommentare. Und ja, wenn dir mein Kanal gefällt, dann gib uns ein Like und abonniere uns. Und wie gesagt, ich freue mich über schöne Kommentare und vielleicht habt ihr eine Idee, wem ich das nächste Mal interviewen soll. Schreibt mir das einfach in den Kommentaren. Danke dir. Ciao.